Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zu meinem kleinen Einblick in Phoenix Point. Ja, das wird jetzt mein erster Einblick auf ein PC-basierendes Spiel. Da ich jetzt eine neue Hardware habe, will ich jetzt mal versuchen, ob ich so auch mit PC und so klarkomme. Ich bin ja normalerweise Konsolenspieler, aber es gibt das ein oder andere PC-Spiel, was mich auch gerne reizt. Und ja, ich möchte mir jetzt einfach mal Phoenix Point angucken. Durch den Ultimate Game Pass für die Xbox ist da natürlich die perfekte Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Also schauen wir uns nochmal Phoenix Point an. Let's go! Wir machen jetzt einfach mal, nur zum Testen, jetzt einfach mal Grünschnabel. So, Spiel starten. Let's go! Pandoraner schützen ihre Basen durch den Nebel, aber ihr Angriffsbereich kann sich über den Nebel hinaus erstrecken. Okay. Es wird auch nur ein kleines Einblickvideo, da ich erstmal hier so gucken will, ob das hier alles so einwandfrei funktioniert. Und deswegen habe ich das Spiel jetzt einfach mal ausgewählt, um zu gucken, wie es so läuft. My name is Randolph Symes. I am the last leader of the Phoenix Project. If you are hearing this, I am most likely dead. But in happier news, a scarab has been sent to pick you up, and its artificial intelligence will take you to Phoenix Point. Get to it quickly and safely. So, jetzt sind wir im Tutorial. Also es ist ein Spiel, was so ähnlich ist wie XCOM, wenn ihr das kennt. Und ich habe nur Gutes gehört über das Spiel und deswegen wollte ich mir das mal anschauen. So, probiere die Kamerasteuerung, bla bla bla. Okay, ja. Okay. So. Ja, habe ich gecheckt. Warte. T ist Kamerazoom. G ist raus. Okay. Alles klar. Gut, weiter. So, jetzt mit ihm hier hinlaufen. Machen wir das doch mal. Feindsymbol über deine Aktionsleiste zeigen dir alle gegnerischen Feinde an. Ein rotes Symbol zeigt deinen Feinden, alles klar, das ist da. Soll ich ihn wählen? Channel open. Okay, bewegen. Die Gesundheit zeigt. Ja. Acquiring target. Waffe abfeuern. Sobald ein Soldat kein AP mehr hat, wechselt er in den Standbeimodus. Der nächste Soldat wird ausgewählt. Soldat mit AP gibt Ende Zug. Du kannst deinen Soldaten befehlen, in dem Standbeimodus zu wechseln. Alles klar. Kann ich auch die Leertaste drücken. Du kannst deinen Zug jederzeit beenden, indem du den beiden Zug beendest. Alles klar, machen wir das mal. Wenn ein Charakter angegriffen wird, wird dem Körperteil, der getroffen wurde, Schaden zugefügt und die Trefferpunkte reduziert. Verwundete Körperteile erscheinen, gibt auf den Schadensanzeiger links von der Gesundheitsleiste deaktivierten Körper erscheinen in Rot. Okay. Okay, ich soll jetzt mit ihm in Deckung gehen. Mach ich. Mit feindlichen Zielen kannst du Körperteile. Okay. All I need is a clear shot. Oh, okay. Natürlich den Kopf, würde ich sagen. So, ich wollte noch mal gucken. Option, Grafik, Ultra. Wie, Schatten ist nicht Ultra? Also, es gibt nur hoch, okay. Ah, gut, dann ist alles auf Ultra. Zurück zum Spiel. So, wir sind jetzt Kamera gedreht. Egal. So, ich soll jetzt mit ihm dahin laufen. Mach ich. Repositioning. Making haste. Deine aktiven Soldaten haben keine Aktionspunkte mehr. Möchtest du deinen Zug beenden? Ja. Okay. Jetzt habe ich Be vergessen, right there. wie man, das wollte ich jetzt nicht, wie man die Kamera nochmal dreht. Verdammt. Ah, indem man da oben drauf drückt. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dem Soldat dahin. Das war jetzt nicht so cool.
Geh mal dahin. Zooming in. Mal freies Ziel. Panzer. Ja, komm. 100 Schaden. Info. Okay, sieht man seine Werte, finde ich gut. Nee, anderen bitte. Okay, man kann sich ihn auch angucken. Angreifen. Was kann er noch immer? Übrigens nehme ich mit OBS auf. Und wollen wir erstmal die zwei Typen hier weghauen. Ich habe jetzt nicht wirklich daneben geschossen. Kann nicht wahr sein. Dein Ernst? Was ist das hier? Hammer. Okay. Interessant. Steady. Ah, warte mal. Bisschen nah, ja? Ja, wobei jetzt eh schon angeschlagen. Ja, easy. Ah, keine Gegner mehr da, ne? Soll ich jetzt einfach nur zum Fahrzeug gehen? Fahrzeug betreten. Smells like trouble. Oh, ich glaube, da wäre das erste Tutorial abgeschlossen. Gibt Erfahrungspunkte, FP, Fähigkeitspunkte, denke ich mal, und Status verletzt. Gut. Evakuierung, ja, Gesamtpunkte, okay. Weiter geht's. Die Verteidigung von Zufluchten gegen Pandora-Angriffe ist wichtig, um Gunst bei Fraktionen zu gewinnen und Ressourcen zu verdienen. Okay. If you are hearing this message, an alert has been triggered and you will need to clear out the enemy forces. There may be others who receive this signal. Help them if you can. It's all up to you now. Good luck, operatives. Symes out. Okay. Das Inventar. Als Soldaten trägst du wie die Gegenstände auf dem Boden oder im Kissen in der Nähe. Lass, wenn dein Gewicht aller mitgeführten Gegenstände und Rüstung größer ist als die Kraft des Soldaten, dann erhält der Soldat eine Bewegungsstrafe. Oh, okay. Zugriff auf das Inventar. Die taktischen Inventaranzeige Abschnitt Teil bereit enthält Gegenstände, die derzeit ausgerüstet sind und sofort eingesetzt werden können. Rucksack enthält alle getragenen Gegenstände, die nicht ausgerüstet sind. Bodengegenstände auf dem Feld des Soldaten oder auf den umliegenden Feldern. Es kostet dich keine AP, wenn du die Inventaranzeige aufrufen willst. Allerdings kostet es 1 AP, eine beliebige Anzahl an Gegenstände von einem Bereich in einen anderen zu verschieben. Ausgenommen davon sind Gegenstände, die du auf den Boden legst. Dies kostet keine AP. Okay. Ausrüstungskisten enthalten Waffen, Munition und andere Ausrüstung. Wenn sich eine Einheit zum ersten Mal neben einer Ausrüstungskiste befindet, wird das Inventar automatisch geöffnet. Und der Soldat erhält einen Willenskraft-Punkte-Bonus. Das Verschieben einer beliebigen Anzahl von Gegenständen aus der Kiste in den Rucksack oder den Bereitbereich Soldat kostet 1 AP. Okay, bewegen. Nimm ein Medikit. Granate. Okay, verstanden.
Feind gesichtet. Zwei Stück. Zug beendet. Hab bestimmt Medipack jetzt benutzt, ne? Stahleffekte sind Boni-Strafen. Ja, okay, das ist selbsterklärend. Okay. Bewegen. Granate wählen. Medikit. Are you okay? Du kannst verbündete Charaktere retten, indem du einen Soldaten auf dem Feind. So, einen Moment kurz. Ja, alles okay. Oh. Alles klar. Comms online. Oh, wir haben neun Soldaten. Soldatenklasse. Es gibt verschiedene Soldatenklassen. Yes. Er hat einen Raketensprung. Das ist ja cool. Aber schon Zug beenden. Einige Fähigkeiten, wie zum Beispiel Gegenwehr, ermöglicht es, den Charakter während des gegnerischen Zugs zu reagieren, also Overwatch. Okay, dann gehe ich mal dahin. Moving now. Überwachung, das ist Overwatch. Okay. Machen wir mal Overwatch. I'm on the move. Braucht zwei Punkte. Da soll ich hin, okay. Providing Overwatch. Du kannst die Werte der Ausrüstung, Körperteile, Fähigkeiten, Schlussfaktor, Charakter. Ja, das hab ich ja vorhin schon gemacht. Ja. Rumpf ist schon deaktiviert. Dann hier mal auf einen und denselben. Töte alle Feinde. Comms online. Ah. We got them. Need an angle. Komm mal treffen. That was easy. Das war wirklich einfach. Ah, ich verstehe das Spiel. Unmodifiziert. Alle Level 2, okay. Die Beziehung zu einer Fraktion kann sich erst dann auf unterstützend verbessern, wenn du ihre diplomatische Mission abgeschlossen hast. Ah, es scheint auch ziemlich komplex zu sein wie XCOM. Aber ob es auch so schwer ist? Wer weiß. The Phoenix Project was founded on October 24th, 1945. The Second War to End All Wars was over,
But there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in 24 countries. Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien, we should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world, and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning, and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. Alles klar. Das Geoscape. Das Geoscape zeigt die Welt und alle Orte an interessanten Stellen. Am Anfang siehst du nur eine Basis, Phoenix Point. Okay. Aber Leute, das soll es doch erstmal gewesen sein. Das sollte jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Einblick werden. Weil ich auch gucken wollte, ob das jetzt hier so alles hinhaut. Und ja, wenn ihr von dem Spiel mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten sage ich jetzt mal, das soll es erstmal gewesen sein von mir. In naher Zukunft werden wahrscheinlich noch ein paar mehr PC-Spiele kommen. Jetzt, da ich die Möglichkeit dazu habe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt's mir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday bei DGV.